Cosmos, YouTube, One Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wirkt wie ein nettes kleines. Wir sind immer noch im Brockbüro und werden jetzt uns um die Trolle hier kümmern. Beziehungsweise nicht Trolle, sondern nur ein Troll, der erfolglos trainiert wurde von der Dame. Und den werden wir uns jetzt annehmen. Du bist wohl Alexandras Freund. Kann ich denn eigentlich einen Sneaky-Angriff geben? Boah, wie viel bringt's halt nicht noch? Habe geblockt. Für Alexandra. Aber das Dorf musste vor dem Troll geschützt werden. Rebellion. Sorry, but not sorry. Troll ist halt auch sehr gefährlich, ne? Lernfortschritt Woche 1. Etikette war wohl etwas ehrgeizig für den Anfang. Wir müssen zunächst die Grundlagen des Nicht-Zermalmens vermitteln. Das behalte ich ihm im Kopf, aber fahre trotzdem mit dem Lehrplan für Woche 2 fort. Noch sehr aggressiv. Woche 2 habe nur ein paar Grundslaute erreicht, noch sehr aggressiv. Woche 3, das Temperament ist das Richtige, aber die Schläge sind ziemlich unkoordiniert, irgendwie noch aggressiver. Trollunterrichtsplan, Woche 1, Sozialverhalten und Etikette, bitte, danke, entschuldigen Sie, Verzeihung. Woche 2, Redekunst, eine Kräuterhex, war der Spruch zu komplex, das war's mit dem Gewächs. Woche 3, Sicherheitstraining. Hat wohl nicht so ganz funktioniert, oder? Tut mir ja schon irgendwie leid. So ein verbündeter Troll wäre schon nicht schlecht. Also, das wäre schon cool. Oh, ich glaube, hier kommen wir auf jeden Fall noch hin. Sieht man nach einem Rätsel aus. Ach, hier. Hier wohl passiert ist. Wingardium Leviosa. Kann man auf jeden Fall noch nichts machen. Wie ist mir? Wir haben meinen Troll gemieden. Ist erledigt. Das war's, Alexandra. Ich habe es getan. Mein Troll? Was? Oh, da fehlen mir die Worte. Danke. Ich wünschte, es wäre anders ausgegangen für ihn. Sie hätten nicht viel tun können. Er wollte nicht hören. Hat die ganze Zeit versucht, mich zu töten. Herrje, gut, dass Sie unversehrt sind. Sehr mutig. Die Leute im Dorf hatten sich schon einen Namen für denjenigen ausgedacht, der meinen, ich meine diesen, Troll besiegen würde. Es war natürlich irgendwas mit Troll. Bezwinger?
Ja, genau. Das ist wohl jetzt Ihr Name. Ich brauche etwas Zeit für mich. Aber danke, von ganzem Herzen. Kein Problem. Irgendwo ist es ja trotzdem traurig. Der tolle Zwinger. Den Titel habe ich mir wohl verdient. So. Die verloren gegangene Lieferung. Aber das ist nächstes. Als nächstes. Waren wir gerade. Zu viel. Gut. Ganz viele Arschwinder, ja. Rebellion. Komm ich da hin? Ah, hier. Kann ich darauf nicht landen, Alter? What the fuck? Wenn Professor Fink das nur gesehen hätte. Irgendwelche Symbole. Lumos. Keine Ahnung. Ich denke mal, wir werden... Oh, hier ist auch noch was. Ah, hier, die Zeiger stehen so. Manchmal besteht ein Gefängnis nur aus Mauern.
kann es aber irgendwie nicht bewegen. Das geht auch nicht. Komisch. Geht nicht. Alles klar. Gehen wir mal hier hin. Die Kiste mit chinesischem Kaukul muss irgendwo hier im Lager sein. Revelio. Ich will das Leben nehmen, bevor du begreifst, was passiert. Das Ministerium hat doch nie was für dich. Abgesehen von Spinnen gibt es in Arranshorn. Alter, den Schluss mit der Wilderei. Eine Kiste habe ich. Fehlt nur noch die zweite. Gott, die ist auch so weit weg. Am Arsch der Wild. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Jetzt verstehe ich, warum Feldcroft... Ranrocks Anhänger verstecken sich nahe Feldcroft. Sie müssen die andere Kiste mit chinesischem Kaukohl haben. Das sind alle Kisten mit chinesischem Kaukohl. Ich sollte Mr. Thistlewoods Freund in Feldcroft aufsuchen. Hallo. Haben Sie die spezielle Lieferung von meinem lieben Freund Eddie? Yes. Hallo, Mr. NDI. Eddie Thistlewood schickt mich. Ja, er sagte, ich solle Sie erwarten. Haben Sie den chinesischen Kaukohl? Yes. Ja, hier sind Sie. Fabelhaft. Das wird viel dazu beitragen, das Dorf vor Ranrocks Anhängern zu schützen. Dieselben Übeltäter, die Sie, wie ich annehme, zusammen mit Rookwoods Leuten abgefangen haben. Feldcroft steht tief in Ihrer und Eddies Schuld. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wissen Sie vielleicht, warum die Kobolde Feldcroft angreifen? Keine Ahnung. Ich dachte, es läge an der strategisch günstigen Lage. Aber nun scheint es, als suchten sie nach etwas. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht weiß, wonach sie genau suchen könnten. Woher kennen Sie und Eddie sich? Wir kennen uns aus Hogwarts und sind seither Freunde und Geschäftspartner. Ich war nicht überrascht, als ich seine Eule über seinen Plan mit dem Kaukohl bekam. Er war schon immer jemand, der anderen helfen wollte. Alright. Gerne. Schön, dass ich helfen konnte. Endlich etwas Verstärkung. Hoffentlich reicht das gegen die Kobolde. Das Auerli dicht. Wo ist denn das jetzt hier mit Imelda? Ich denke mal, das ist unten rechts, oder? Ja. Alter Schwede. Ist das weit weg? Holy shit. Ist okay. Das ist in Afghanistan, Alter. In der Mongolei ganz da hinten. Wieder mal auf Abenteuertour? Thank you.
eine Plattform von 6 diesmal. Alter, die haben hier sogar einen Kampftroll. Alles klar, Digga. Ich habe geblockt. Fick sie, Alter, fick sie. Feldcraft aufgehalten. Bloß Verteidigung, kein Angriff. Ich habe noch nie eine Schüler aus dem Turm. Ach hier. Stuck der Fist. Natürlich kommen wir da wieder nicht durch.
Rivelio. Rustikale Schlafmütze. Wunderbar. Da ist unser verstohlener Schüler. Wie ich sehe, hast du in Verteidigung gegen die dunklen Künste aufgepasst. Der Schüler da hat uns freigelassen. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Ich glaube, dass wir da runter wird's noch gar nicht kommen. Kommt mir vor, als wären es schon Stunden. Oder geht es hier rüber? Oh, was? Ja. Westlicher Sumpf am Südmeer. Das ist das, was wir nicht erreichen konnten. Also hätten wir schon erreichen können, aber wir sind den falschen Weg gegangen. Rebellion. Bombarde. Das ist wieder verbockt. Kommen wir nicht hin. Ihr Handbuch ist ja wirklich. Alles klar. Der Seltsame. Das war so doch wert. Der ist sicher seltsam, der sitzt im Arsch.
Küste kosten. Besuche die Poizier Küste. Fehlhalten. Rebellion. Alter Kompass. Die Tatsache, dass dieser alte Muckel-Kompass hier fallen gelassen wurde, bedeutet wahrscheinlich, dass der Muckel, der ihn verloren hat, mittlerweile durch Wales wandert. Wolski. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Oh, das können wir dann mit Confringo machen. Confringo. Rebellion. Selbst Merlin stolz. Oh. Ist noch eine Merlin-Prüfung da oben. Ich schon wieder spinnen, Digga. Gar keinen Bock. Widerlich. Lumos. Rebellion. Lumos. Rebellion. Fackel, wo ist das dritte? Lumos. Was macht denn das da unten? Soli. Ich find's lustig, man kommt hier direkt runter in die südliche Abteilung auf der Karte und als allererstes werden dir schon mal drei Merlins Prüfungen direkt in die Fresse geklatscht. Aber so direkt hardcore-mäßig in die Fresse. Äußerst interessant. Rebellion. D.
Delia, jemand hat sich an meine Habseligkeiten zu schaffen gemacht. Es fing mit kleinen Streichen an, ein beißender Türknauf, Kobold in meinen Schrank, solche Sachen. Das meiste war harmlos, zumindest dachte ich das, bis ich den Kessel anheizen wollte und mich in Cumbria wiederfand. Cumbria, verdammte Portschlüssel. Streiche sind eine Sache, aber jeder weiß, wie gefährlich es ist, mit Portschlüsseln zu spielen. Offensichtlich sind die Absichten meines Peinigers finsterer, als ich ursprünglich angenommen hatte. Ich muss nun das Ministerium bitten, das Haus auf Flüche zu untersuchen, was einige Tage dauern kann. Ich werde für eine Weile umziehen müssen, darf ich bei Ihnen bleiben? Es geht nur um mich und meinen treuen Kessel. Hubert. Der hat's erwischt, Impri. Da ging's ein bisschen zu weit. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Das war gar nicht so knifflig, Mary. Der ist so am Cheaten hier. Ist auch ganz anders da gedacht, dass was machen sollte. Was mache ich, Alter? Ich mach's mit dem Besen. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Grab des Verrats. Ist klar. Alter, es ist aber auch so weit hier unten, ne? Da kommen noch lauter Dörfer. Maronwim, Beinbur, Burrow und Craigscroft. Craigcroft. Jeweils, jede Siedlung hier, jedes Dorf hat eine Demigeist-Statue. Also mal hier. Der Hippogreif markiert die Stelle. Nimm die Pergamentrolle im Schloss Poitz hier vom Tisch. Oh, ich korrigiere. 4 Merlin-Prüfungen direkt am Eingang hier. Die dir in die Fresse geklatscht werden. Komm, am besten noch 20 Stück. Wie viele muss ich überhaupt noch machen? Ich kann das doch in den Trophäen sehen. Das wird sogar angezeigt. Wir haben jetzt 57 von 95. Also es sind immer noch arschviele. Ja, sympathisch. Und wir haben 10 Demigeise von 33. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar.
Revelio. Der, was machen denn die? Revelio. Ist klar. Was haben wir hier für Viecher? Mondkalbe? Ja, Mondkalbe. Ich habe mal wieder einen Boss, namens Iona Morgan. Iona Morgan wurde nach ihrem Abschluss in Hogwarts von ihrer emotional missbräuchlichen Familie vertrieben. Auf der Suche nach ihren alten Schulfreunden fand sie im Wildererhaufen eine neue Familie und ein neues Zuhause. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann gucken wir uns das Schloss hier an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.